Einen schönen guten Morgen aus Sundern. Ich stehe jetzt hier ja förmlich über den Dächern von Sundern am Sorpesee, der dort, glaube ich, ganz gut zu erkennen ist. Ich war jetzt die letzten 2 Nächte am Möhnesee und habe heute Morgen um 7 gedacht, nö, jetzt musst du weiter, mal was Neues schauen und habe hier auch einen super Parkplatz. Im Grunde jetzt hier, wo ich stehe, könnte ich direkt parken an dieser Kante, ist aber ein bisschen viel Gefälle, das ist nicht ganz so bequem dann im Auto. Daher habe ich mich entschieden, dort zu parken. Da stehe ich schön gerade und habe dann halt keinen direkten Seeblick. Ist aber auch nicht so dramatisch, weil ich eigentlich eh nur zum Schlafen im Auto bin. Ja, heute Morgen waren wieder 6 Grad, wo ich wach geworden bin. Ist doch noch recht frisch nachts. Aber jetzt hier in der Sonne ist es schon sehr angenehm. Es sollen heute 19 Grad werden. Und ja, das wäre ja schon klasse. Aber jetzt geht's erstmal auf Radtour. Ich hoffe, ihr bleibt wieder dran und genießt das Ganze. Ich bin hier jetzt gerade an einem Ortsschild vorbeigekommen. Da stand Langscheid, nicht Sundern. Also der Ort, wo ich jetzt bin, ist dann Langscheid und gehört zur Stadt Sundern. Nur um das nochmal richtig zu stellen. Und hier einmal kurz einen Blick in die öffentlichen Toiletten. Kosten 50 Cent, sind aber blitzblank sauber. Mit Desinfektionsmittel für die Toilette, fürs Waschbecken, für die Hände. Also alles. 50 Cent. Ist es einem dann doch auch wert, so ein sauberes Örtchen zu haben. Und hier ist der erste Blick auf diesen kleinen Hafen. Mit der Sonne ist echt herrlich. Da wird es gleich auch rumgehen auf der anderen Seite. Da sieht man ja den Damm so ein bisschen. Bei dem Wetter könnte man dann auch dort oben in diesem Infinity Pool liegen und die Aussicht Richtung See genießen. Mir fällt gerade ein, dass ich hier schon mal gefilmt habe. Ich hoffe, da wiederholt sich jetzt nicht zu viel. Aber der Infinity Pool war das letzte Mal auf jeden Fall auch dabei. Manche Sachen ändern sich aber auch. Daher darf sich das auch ein bisschen überschneiden, denke ich. Dort nochmal ein Blick auf den Ausflugsdampfer vom Sorpesee. Also für einen Sonntagmorgen, klar ist es noch früh, wir haben, ich glaube, 8:30, ist es echt noch sehr leer, dafür, dass so ein schönes Wetter ist. Und auch hier hat man einen schönen Blick über die Promenade. Morgen! Oh, die Leute sind alle am Strahlen. Bei dem Wetter richtig froh, so diese ganzen draußen Menschen das Licht genießen zu können. Und so geht's mir ja auch. Und von hier ist schön zu erkennen, der untere Teil, wo dann der Auslass stattfinden würde. Und eine herrliche Fernsicht. So kann ein Tag beginnen. Herrlich, herrlich. Was auch gut aussieht, da sind 2 Inline-Skater. Die fahren absolut synchron. Ich will nicht näher drauf halten, wenn sie kommen, weil ihr wisst ja, Privatsphäre und so. So nochmal eine andere Perspektive. Fand ich gerade auch sehenswert. Da unten die Schafe bewegen sich nahezu null. Und man hört es auch nicht. Das ist echt merkwürdig. Ansonsten finde ich es bemerkenswert, wie voll unsere Seen hier in der Region momentan sind. Ich glaube, dass ich das selber so noch nie gesehen habe. Wenn man dann erstmal über die Sperre gefahren ist, kommt hier ein Trinkwasserspender. Finde ich sehr schön. Sollte es an jedem See geben, dass man nach so einer Runde mal eben Schluck nehmen kann. Was hier am Sorpesee, soweit ich weiß, auch eine Besonderheit ist, dass der Überlauf nicht am eigentlichen Damm stattfindet, sondern hier seitlich
und dann dort runtergeleitet wird. Also im Grunde am Rand des Dammes. Und bis es hier drüber ist, das wird noch einige Zeit dauern. Wenn überhaupt. Was ein Temperaturunterschied, wenn man von der Sonne wieder hier in den Wald kommt, sind gefühlt gleich wieder 10 Grad kälter. Aber man hört hier die Spechte. Man blickt immer wieder so auf den See durch die doch mittlerweile ja, schön beblätterten Bäume wieder. Auch hier, was alles tot war, wächst wieder Neues zwischen. Hier sind solche Schilder, das kannte ich auch noch nicht. Klapps Liebling, hier zum Beispiel das Kernobst, eine Herbstbirne. Das ist hier so ein ganzer Streifen, wo dann die einzelnen Bäume beschrieben sind. Hier wächst eine Edelpflaume. Zwetschgen, also so verschiedene Obstbäume, die hier einfach mal am Wegesrand gepflanzt sind, wo man dann auch je nach Jahreszeit mal naschen kann. Wird wahrscheinlich nicht lange was dran sein, bei den Besucherzahlen, die hier normalerweise sind, aber eine schöne Idee. Kenne ich so auch noch von keinem Stausee-Radweg oder Wanderweg. Hier nochmal so ein schöner Blick auf Langscheid. Und über den See. Aber auch hier gibt es noch solche Stellen in Massen. Was interessant ist, wie viele Hütten hier im Wald stehen. Und zwar nicht nur einfach so spärliche Holzhütten, teilweise so richtig schön mit angrenzendem Wohnraum, Wintergarten. So wie jetzt hier vor mir gerade. Die eine oder andere kleine Hütte habe ich schon gesehen, aber das ist früher nie aufgefallen, wo das hier alles noch so dicht bewachsen war. Ich glaube, ich bummel zu sehr oder genieße zu viel. Heute Morgen ist mir schon jemand entgegengekommen und zwar mit dem Rad auf dem Weg vom Bulli runter zum See. Und dann haben wir uns unten am See wieder getroffen und die gute Frau ist rechts rum und ich links rum. Und die kam mir gerade schon entgegen mit einem doch deutlich höheren Tempo. Aber ich will ja auch nicht schnell fertig werden, ich will genießen. Hier, Kunst am Wegesrand. Finde ich wieder klasse. Campione Italiano AICS, das T-Shirt und ansonsten eine langhaarige Schönheit. Hier gibt es wieder was Neues zu sehen. Da will ich erstmal rüber. Auch wenn man jetzt hier im Hintergrund von der gegenüberliegenden Seeseite eine Alarmanlage hört. Das soll jetzt erstmal nicht stören. Der Orkan Kyrill zog am 18. und 19. Januar 2007 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h übers Land. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Die Schwerpunkte lagen hier in Südwestfalen und im Siegerland. In NRW wurden fast 16 Millionen Festmeter Holz vernichtet. Und das sind hier so die stillen Gedenken. Und wie es im Grunde 14 Jahre später erst aussieht. Nichts so viel gewachsen. Zwar schon wieder grün, aber nichts im Vergleich zu vorher. Hier nochmal eine Nahaufnahme von dem Foto, wie es hier aussah. Also es war wirklich erschreckend. Was mir hier am Sorpesee auch gut gefällt, ist, dass die Sitzmöglichkeiten, teilweise auch mit Tischen, immer so gemacht sind, dass man auch einen schönen Ausblick hat. Einen schönen Ausblick oder eine schöne Aussicht hätte es heißen sollen. Dort war gerade schön zu sehen, so ein Pfad, der hier reinführte. Bin ich hier runter und zack, am Wasser. So direkt dran war ich ja jetzt heute noch nicht. Außer mit meinem Kaffee am Möhnesee heute Morgen. Da habe ich ja wieder am Wasser gefrühstückt.
Das gehört ja immer dazu. Aber hier am Sorpesee ist das jetzt die erste Berührung mit dem Wasser. Und es ist genauso kalt wie am Möhnesee. Über die kleinen Anglerboote hier. Da drüben macht sich schon jemand in der Sonne breit. Wahrscheinlich aber auch eher ein Angler. Und da geht's gleich weiter. Herrlich beruhigend dieses Plätschern, oder? Mittlerweile ist hier echt reger Verkehr. Ganze Joggergruppen, Inline-Fahrer und Fahrerinnen, ne? Bei den Radlern genauso. Und was mir dabei auffällt, ist, dass die meisten einfach niemals mehr grüßen hier. Schon sehr merkwürdig. Ja, das war jetzt, glaube ich, die erste von 40 Leuten, die mal gegrüßt hat. Liegt doch wohl nicht an mir? Fragezeichen? Nein, definitiv nicht. Ich muss selber drüber lachen. Und jetzt geht's erstmal wieder runter Richtung Wasser gleich. Das plätschert so schön. Das war das Rauschen, was man gerade am Radweg schon gehört hat. Da ist so ein Zulauf. Das ist jetzt dieses Becken, wo ich gerade den Zulauf auf der anderen Seite gezeigt habe. Mit so einem kleinen Campingplatz direkt da dran. Ich werde mal schauen, dass ich hier auch noch drumherum fahre. Dort auf der Seite, dieser wunderschöne, breite, geschotterte Weg, stand wieder mein Lieblingsschild, Radfahrer verboten. Erstmal wäre der Platz genug für Fußgänger und Radfahrer, denke ich. Und man kann ja auch aufeinander Rücksicht nehmen, dass man da langsam macht oder sonst was. Aber immer dieses komplett verbieten finde ich schrecklich und auch nicht mehr zeitgemäß. Was haltet ihr davon? Das sieht ja aber richtig einladend aus. Hier im Ortsteil Ameke ist es dann wieder erlaubt, mit dem Rad zu fahren. Und dort den Weg nicht. Naja. Hier sieht es auf jeden Fall auch toll aus. Hier fließt, ja, das müsste die Ameke sein. Wenn nicht, schreibt mir bitte was Nettes, welcher Fluss das ist oder Zulauf. Ja, hier, das ist jetzt so ein kleiner, netter Park. Den ich mir mal genauer anschauen werde. Also der Gesang von den Vögeln ist ja schön. Ja, hier kommt man dann auf der anderen Seite vom See raus. Ich meine, dass ich dort drüben, ich zoome das Ganze mal ein bisschen, auf dieser kleinen vorgelagerten Fläche dort. Moment, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Da habe ich schon mal im Winter gesessen und mir was zu essen gemacht, weil es doch recht frisch war und ich erstmal ein bisschen Energie brauchte. Ich finde, hier hat man noch mal so einen schönen Blick auf einen Teil von dem Ort Ameke. Das vor mir ist der Sorpe-Diamant. Da kann man bei natürlichen Klängen und diesem kleinen Brunnen seine Sinne schweifen lassen und den Dunst einatmen. Leider ziemlich zugesaut, aber eine schöne Idee.
weiß nicht, ob ihr die Musik hört, die ist wirklich ganz unterschwellig im Hintergrund zu hören. Und das Wasserspiel auf der gegenüberliegenden Seite finde ich auch nicht so übel. Also wenn man diesem Radweg hier folgt, kommt man so ein kleines Stück durch den Ort und dann geht es außenrum wie durch so kleine Parkanlagen. Hier erkennt man das Ganze nochmal besser, wo natürlich Radfahrer wieder verboten sind. Ach Leute, also ich fahre jetzt hier einen deutlich steileren Waldweg hoch mit 5 km/h, wie ihr sehen könnt vielleicht, und bin trotzdem noch parallel dieses Parks. Muss nur gleich mal die dünne Daunenjacke ausziehen, weil es jetzt echt warm wird. Nicht nur wegen der Steigung, auch die Außentemperatur. Noch ein letztes Mal ärgern, dann höre ich auf dafür, damit in diesem Video. Jetzt komme ich schön hier hoch, bin außenrum gefahren und dann ist man hier an der Hauptstraße und wird auch hier genötigt, auf der Hauptstraße zu fahren. Und zwar ohne Seitenstreifen oder sonst was. Also ich finde es schon übel. Das muss nicht sein. So, jetzt will ich aber auch nicht weiter meckern, sondern weiter aufs Schöne achten. So wie der Gute da unten in seinem Kajak, da hätte ich ja auch noch Spaß dran. Ich gucke schon immer nach einem günstigen Gebrauchten, weil neu sind mir die einfach zu teuer. Und das muss ja nicht sein. Also wenn man sich manche Leute anschaut auf dem Fahrrad, die könnten näher aus dem Hochglanzmagazin entspringen. Erschreckend, wie gut die Leute teilweise aussehen. Naja, man kann nicht alles haben. Hier ist wieder so eine schöne kleine Bucht. Und auch schon wieder Richtung dieser kleinen Anlegestellen alles schön zu sehen. Man hat auch so den Eindruck, das Wasser verfärbt sich jetzt passend zum Licht. Es ist wesentlich grüner hier auf der Seite zu sehen, als es vorhin von der anderen Seite zu erkennen war. Und im Hintergrund ist auch schon wieder die Staumauer. Dort drüben in der Bucht glitzert das Wasser, wo dieses Segelboot liegt. Das sieht Weltklasse aus. Ist das nicht ein herrliches Häuschen? Zwar hier an der Straße gelegen, aber ansonsten würde ich sagen, das ist schon ein Traumhaus. Mit diesem herrlichen Ausblick werde ich mich für dieses Video jetzt von euch verabschieden. Die Runde ist sehr schön zu fahren. Ich komme jetzt insgesamt so auf 20 Kilometer ungefähr. Habe aber auch jeden Bogen mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Es ist zu 95% asphaltiert und angenehm zu fahren. Leicht bergauf, bergab die ganze Zeit. Und was mir ein bisschen fehlt, sind die Zugänge zum Wasser. Da gibt es wirklich offiziell kaum was, außer an den Campingplätzen oder diesen Touristen-Hotspots und sonst nicht. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus. Ich bin mittlerweile oben im Ort Langenscheid und hier ist 1927 aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats ein Andenken an die Gefallenen und sollte der Allgemeinheit dienen. Und so ist dieses hier entstanden, was ich wunderschön finde. Ein Ehrenmal mit Aussichtsturm in einem. Ich habe mein Fahrrad jetzt mal abgeschlossen und gehe dann auch mal rein.
Ja, leider auf allen Seiten abgeschlossen. Auf der gegenüberliegenden Seite stand, man soll den anderen nehmen. Aber wie ihr sehen könnt, ist alles zu. Wäre schön gewesen, einmal hier hoch. Hätte man bestimmt auch eine tolle Aussicht gehabt. Aber was nicht ist, das ist nicht. Aber man muss ja sagen, selbst von hier ist die Aussicht schon Weltklasse, würde ich sagen. Naja, Weltklasse ist übertrieben. Aber toll. Und von oben wäre es bestimmt super gewesen. Schade. Echt schade. Ich habe hier einen herrlichen Weg durch den Wald unten gefunden, der ja nicht offiziell ist. Aber es sieht so aus, als wenn man da direkt ans Wasser kommt. Und das wäre eigentlich mal ganz schön. Wenn man dann hier so ein Stück durch den Wald gefahren ist, kommt man hier direkt an die Kanten, wo dann hier die Steine so sind. Jetzt hätte ich gerne eine Decke dabei, habe ich aber leider nicht. Ich werde mich trotzdem jetzt da unten hinlümmeln. Ach, ist das nicht herrlich. So kann man noch einen freien Tag genießen. Ja, ich war jetzt mal mit den Beinen bis zum Knie im Wasser. Wenn man eine Zeit lang drinne steht, ist die Kälte so gerade zu ertragen. Aber zum Schwimmen, nee, noch nicht. Aber so war es mal ganz erfrischend.